Jahresbeginn ist Dschungelcamp-Zeit. Und hin und wieder verlaufen sich in den australischen Dschungel auch deutsche Schlagerstars. Ross Anthony war bereits dabei, ebenso Costa Cordalis, Isabel Varell, Bata Illich, Michael Wendler. Gunther Gabriel, Jörn Schlönvogt und Jay Kahn, natürlich Melanie Müller und vergangenes Jahr Mary Russ Schwester Tina York. Immerhin zwei von ihnen ist es gelungen, gekrönten Hauptes zurück nach Deutschland zu reisen. Auch die anfangs so stille Tina York zählte letztendlich zu den heißen Favoriten, und das zu Recht. In diesem Jahr dabei, Schlagersänger Peter Orloff. Peter wer? Werden sich die Dschungelcamp und sicherlich auch so manche Schlagerfans gefragt haben. Zwar taucht sein Name hin und wieder bei Schlagerveranstaltungen auf, doch in den großen TV-Shows war Peter Orloff lange nicht zu sehen. Doch das wird sich bald ändern, denn bei der Aufzeichnung der Schlagerpartys mit Ross Anthony am 19. und 20. Februar im Eventpalast Leipzig ist Peter Orloff mit von der Partie, und dann auch im MDR-Fernsehen. Er ist mit 74 Jahren nicht nur der zweitälteste, sondern auch einer der unauffälligeren Teilnehmer der 13. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Doch von Folge zu Folge steigt Peter Orloff mit seinem ausgeglichenen Wesen und seiner stets guten Laune in der Gunst der Zuschauer. Muss er zur Dschungelprüfung antreten, dann gibt Peter für seine Mitstreiter alles, bis aufs Blut. Dabei war der sympathische Schlagersänger ursprünglich gar nicht für die Show gesetzt. Sondern Nachrückkandidat für Ex-Bundesminister Günther Krause, der aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten durfte. Allein sein Faible für exotische Haustiere dürfte Peter Orloff zu einem geeigneten Dschungelkandidaten machen, sein schrägstes war bislang ein Ozelot namens Kubra, wie seine Frau gegenüber RTL verriet. Beruflich produziert Peter Orloff seit vielen Jahren den Schwarzmeer-Kosakenchor, mit dem er deutschlandweit bei zahlreichen Kirchenkonzerten zu erleben ist. Ein Chor, der singt und betet und betend singt, wie ein Konzertplakat verrät. Damit ist Orloff, Sohn eines russischen Geistlichen, gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Früh selbstständig, hatte sich Orloff nach einem Studium der Rechtswissenschaften, dem Schlager verschrieben, ein eigenes Plattenlabel gegründet, und mit Hits wie Ein Mädchen für immer große Erfolge gefeiert. Allein in der ZDF-Hitparade war Orloff in gut 30 Sendungen zu sehen. Mit dem Maffei-Titel gelang Orloff 1969 auch als Textautor der Durchbruch. Aus seiner Feder stammen Titel wie Der Junge mit der Mundharmonika, Der kleine Prinz beide Bernd Klüver, oder Maria Magdalena Räubleck. Anfang der 80er Jahre, mit dem Beginn der neuen deutschen Welle, wurde es trotz anhaltender Erfolge ruhiger um Peter Orloff. In den 90er Jahren widmete er sich zunehmend der volkstümlichen Musik. Privat ist Peter Orloff seit nunmehr 27 Jahren mit Ehefrau Linda glücklich. Die war anfangs übrigens gar nicht begeistert von seiner Dschungelcamp-Teilnahme.
Die Daumen drückt sie ihrem Peter dennoch. Ende hat mit der erspielten Gage Großes vor, wie er gegenüber Bild verriet. Eine tolle Geste, die nicht nur seine Dschungelmitstreiter beeindruckt. Peter, wir halten auf dich.